Unser Thema heute ist Überfischung. Das ist wirklich etwas, was mich seit Jahren ärgert. Überfischung heißt, dass man mehr rausnimmt, mehr Fische aus dem Wasser nimmt, als nachwachsen. Das ist ehrlich gesagt ziemlich dumm, denn dann schrumpfen die Bestände und geschrumpfte kleine Bestände können auch nur kleine Fänger unterstützen. Also, das macht überhaupt keinen Sinn. Man hilft nicht den Fischern, man hilft auch nicht den Fischen, man hilft niemandem. Das Ganze hat auch noch eine Auswirkung auf das Klima. Denn viel zu kleine Fischbestände können ihre Rolle im Ökosystem nicht erfüllen. Wenn das Ökosystem nicht richtig funktioniert, dann kann es auch nicht richtig atmen, kann es nicht richtig CO2 aufnehmen. Es gibt auch noch Theorien, dass die Fische CO2 in den tieferen Ozean transportieren, durch ihre Ausscheidungen nämlich. Aber auch dazu brauchen wir große Fischbestände. Wenn wir die nicht haben, dann funktioniert es nicht. Es ist ein weiterer Aspekt da, und das ist, wie wir unsere Fischbestände an den Klimawandel anpassen wollen. Dazu brauchen wir große, genetisch vielfältige Bestände, in denen einige Tiere schon vorangepasst sind. Diese müssen dann die zukünftigen Generationen erzeugen. Das können sie aber nur, wenn sie da sind, wenn wir sie durch Überfischung nicht schon weggefischt haben.